Taucheinsatz im Perlsee. Die Suche ist schwieriger als gedacht. Ich hätte es mir jetzt momentan nicht erwartet, dass es jetzt gar so schlimm ist. Aber wir haben jetzt ein bisschen mit dem Wind noch zum Kämpfen. Ein paar Stunden vorher, Einsatzbesprechung. Der stellvertretende Leiter der BRK-Wasserwacht KAM, Alexander Schramm, möchte heute ein unbekanntes Objekt erforschen. Im Zuge von dem Ganzen haben wir quasi den Perlsee abgefahren. Und da fiel uns auf ein riesiges Objekt, wo wir uns keinen Reim drauf machen konnten, weil es einfach so groß war. Wie gesagt, wir haben die Abmessungen 3 auf 7 Meter. Und das ist natürlich für uns ein volles Geheimnis. Dieses Gerät soll helfen, das Geheimnis zu lüften. Ein Sonar. Schallimpulse orten Gegenstände unter Wasser. Sie erscheinen auf dem Monitor. Wir haben hier noch die sogenannte Geberstange drin. Die ist momentan ein bisschen größer gewachsen. Kann ich mal raustun. Die Geberstange ist im Prinzip das zweite Herzstück für das Gerät. Und das kommt auch ins Wasser. Und von dem Gerät kriegen wir die Daten, die wir dann nachher am Gerät auswerten können. Wir haben ein Gestänge dran, ein langes Kabel und hier unten sind die Sonarkristalle drin, die quasi wie ist quasi ein Echolot. Ja, jemand schreit weg und je nachdem, wie es halt dann zurückkommt, wertet das Gerät in 3D aus. Wie sieht das Objekt unter Wasser aus? Mit dem Gerät kann man vor allem die Tiefenstrukturen rausziehen. In unserem Bereich, speziellen Bereich in der Wasserrettung, ist es dafür da, um vermisste Personen zu finden. Nach vermissten Personen suchen die Wasserwachtler heute nicht. Alexander Schramm glaubt, dass es sich bei dem unbekannten Objekt um einen untergegangenen VW-Käfer handelt. Wir haben ein GPS-Koordinaten von dem Objekt. Und da fahren wir jetzt direkt hin. Wir haben das Navigationssystem vom Sonar eingeschalten. Und der zeigt es quasi direkt hin, wo wir hinfahren müssen, anhand von der Bootslinie. Sieht man dann quasi, dass wir dann zu diesem Punkt hier, den wir momentan als VW Käfer tituliert haben, hinfahren. Dann stoppst du mal auf und dann lass ich mal so nah rein. Gut. Mach jetzt mal so Geberstange rein und dann schauen wir mal, was ist. Das 3D-Sonar ist bei Einsätzen gar nicht mehr wegzudenken. Es liefert Alexander Schramm eine Unterwasserkarte und ermöglicht ihm so eine zielgerichtete Ortung des Objekts. Und genau drauf zuhalten, genau drauf zuhalten. Auf der linken Seite haben wir die Landkarte. Und dann haben wir hier einen Tiefenscan und hier einen Sidescan im oberen Bereich. Und das müsste jetzt quasi hoffentlich gleich auftreten. Müssten wir langsam an den Punkt kommen. Und da ist auch schon der Punkt. Und jetzt muss ich auch schon eine Boje schmeißen. Schmeiße ich mal nach hinten weg. Die wickelt sie ab. Sehr gut. Volltreffer. Und man sieht jetzt genau, man fährt jetzt genau drüber, weil jetzt auf der rechten Seite und auf der linken Seite ein Teilstück von dem Gerät ist. So. Hier also könnte ein VW-Käfer am Seegrund liegen. Die Bojen sollen später die Markierung für die Taucher sein. Kontakt. Und? Ausweis? Ja, mega. Richtig genial. Wir haben das Objekt richtig toll draufgebracht, auf Sonar drauf. Wirklich so großes, also richtig großes Teil am Sonar zum Sehen. Alexander Schramm zeigt das Objekt Klaus Kreitmeier, der den Taucheinsatz leitet. Der sieht darin nicht zwangsläufig einen VW-Käfer. Von der Größe her gesehen, könnte also auch noch ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen einer sein. Das würde eventuell den Größenabmessungen so 5, 6, 7 Meter lang und 2 bis 3 Meter breit, das könnte natürlich schon noch sein. Doch wie soll ein VW-Käfer oder gar ein Wohnmobil in den Perlsee gekommen sein? Der Stausee bei Waldmünchen wurde in den 60er Jahren angelegt. Früher habe es auf dem zugefrorenen See private Autorennen gegeben, so erzählt man sich. Und da soll mal ein Auto eingebrochen sein. Florian Kreitmeier ist ein erfahrener Rettungs- und Bergungstaucher. Er will das Geheimnis lüften, zusammen mit Florian Griesbeck, der noch in Ausbildung ist. Schwierig ist eigentlich bei uns immer die Sicht, weil man halt eigentlich so gut wie nichts sieht. Bestenfalls so viel vor der Brille und schlechtestenfalls ist Stockfinster.
Es war natürlich schon einmal was anderes, wenn man aus Steine und schlammigen Boden mal einen Käfer oder Ähnliches finden darf. Ja, wir werden es sehen. Die Taucher dürfen nur 20 Minuten im Wasser bleiben. In diesen dunklen Gewässern wird die psychische Belastung sonst zu groß. Beide erkunden heute zum ersten Mal den Perlsee. Bei der Orientierung hilft ein Tauchseil. So können sie mit dem Team in Kontakt bleiben. Bis zu 6 Meter müssen die beiden Florians jetzt heruntertauchen. Suchen sie etwa an der falschen Stelle? Nach 10 Minuten immer noch kein Signal, dass sie etwas gefunden haben. Den können wir so mal rausholen und nochmal neu absetzen. Ne? Ich glaube fast, dass die Boje abgetrieben worden ist, ja. Also da. Wir haben viel zu weit am anderen Ufer. Ja. An der Stelle war jetzt am Schluss ein harter Untergrund. Vorher eigentlich nur Ratsch. Und stockdunkel. Da hat man dann statt 3, 4, 5 Meter Sicht auf einmal nur noch so viel. Mit einer Taschenlampe dann vielleicht noch so viel. Und da geht es dann eben auch nur noch rein über Tasten und Körperkontakt. Und das ist eine ziemlich wichtige Lektion, denke ich. Der Wind hatte also die eine Boje abgetrieben. Sie versuchen es jetzt noch mal näher am Ufer, bei den beiden anderen Bojen. Wie erwartet ist hier die Sicht auch nicht viel besser. Sie bewegen sich eigentlich ganz, und ich schaue aber. Also nach 5 Minuten tauchen sie wieder auf. Sehen tut man leider nichts, aber man spürt, das ist irgendwie so eine Betonsocke und irgendwelche Stäbe raus, also irgendein Bauwerk. Das ist das Auto? Unspektakulär. Das Auto wird es nicht sein. Kein VW-Käfer. Hat sich der Einsatz dennoch gelohnt? Es ist nichts passiert. Alle hören wohl auf. Die Gerätschaften haben funktioniert, unser Sonargerät hat eigentlich hervorragend funktioniert. Und beim zweiten Anlauf haben wir ja mehr oder weniger eigentlich fast oder eigentlich ziemlich genau die Punktlandung getroffen. Ne? Persönlich muss ich sagen, naja, eine kleine Enttäuschung ist es auf jeden Fall, klar. Ich hätte mir jetzt schon, sag ich mal, einen VW-Käfer erwartet. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Perlsee. Und wir haben noch die andere Seite, die bis nach hinten durchgeht. Vielleicht ist ja da irgendein versunkenes Objekt noch drin, wo man vielleicht noch mal in Kontakt treten müssen. Alle seine Geheimnisse will der Perlsee also heute noch nicht preisgeben.